So, hallo zusammen. Wir wollen heute mal das Heatsink tauschen von der Google X. Ich habe das gestern bekommen. Ich habe mir zur Unterstützung Alex von Cockroach FPV geholt. Und Moin. jetzt wollen wir mal zusammen in die Brille reingucken und sehen, ob wir das getauscht kriegen, wie schwer das ist, wie viel Schrauben das sind und was so alles dazu gehört. Was meinst du? Gucken wir es uns an? Klar. Kriegen wir locker hin, oder? So eine Kleinigkeit für uns. Super, dann würde ich sagen, schalten wir mal um auf die andere Kamera. Bis gleich. So, dann sind wir jetzt hier bei der Google. Ich Ja. habe hier schon mal was vorbereitet. Einmal haben wir natürlich den Heatsink. Ich weiß nicht, Alex, hast du den schon gesehen? Hast du Ja, den auf schon mal Bildern, vorhanden? aber du kannst ihn gerne auf jeden Fall mal auspacken und mal ein bisschen in die Runde zeigen. Würde mich tatsächlich mal super interessieren, wie das Ding eigentlich am Ende wirklich aussieht, was du kriegst. So, ich hoffe, man kann das ein bisschen erkennen. Ja. Sieht Das gut ist aus. das gute Stück von unten Alu, wie es aussieht, also einfach gefräst. Genau. Ich denke mal, mit den Originalschrauben hier so zu befestigen, weil Schrauben sind sonst keine mit dabei. Ja. Also werden wir das gleich erstmal auseinanderschrauben und dann gucken. Dann kommt mit dem Heatsink noch diese Wärmeleitpaste. Also kommt die in so einen Container tatsächlich, also in dieser Die kommt Spritzenform. so in dieser Spritze. Ja, Ja. genau. Also Okay, da das ist ist ja auf jetzt jeden Fall wirklich schon mal dann, hilfreich. genau, also auf jeden Fall auch genug mit drin von der Paste, die jetzt schlecht oder gut ist. Ich würde sagen, es ist ausreichend. Also wir hatten uns ja vorher schon mal kurz unterhalten. Limitierend wird wahrscheinlich der Luftstrom und dieser Ankühlkörper sein. Egal, was man da an Wärmeleitpaste drunter schmiert, in Anführungszeichen. Ich habe jetzt aber trotzdem noch so eine etwas bessere, die ich sonst für den Rechner nehme. Die werde ich jetzt da auch verwenden. Würdest du Deswegen denn, packe ich die. wenn Ja. ich will dich nicht unterbrechen, aber würdest du denn für die Leute, die es tatsächlich jetzt wechseln, würdest du sagen, die mitgelieferte Paste kannst du bedenkenlos verwenden oder würdest du lieber den Leuten raten, wenn ihr schon die Möglichkeit habt, ich meine, ihr kriegt das Heatsink umsonst, es wird euch einfach zugeschickt, würdet ihr sagen, also würdest du sagen, Denise, verdammt, 10 €, 15 € versuchen nochmal eine ordentliche Heatsink-Paste zu besorgen, also eine ordentliche, wie auch am Computer benutzt wird. Wäre das eine Möglichkeit? Also würde man einfach sagen, so dieses, du könntest, aber versuch mal einfach eine bessere zu nehmen. Ja, also ich denke, generell schadet es natürlich nicht, wenn man es eh schon aufhat, wenn man das Produkt nimmt. Nicht, also ich hoffe, man kann es erkennen. Da steht drauf 6,4 Watt, meine ich, oder so. Da kann man erkennen, ja. Die Arctic Cooling, die macht 8,4, also ein bisschen besserer Wert. Aber wenn man schon dran ist, schade. Okay, alles klar. Aber vermutlich ist es genau das Zeug, was auch ab Werk schon drauf ist. Also das, was hier mitgeliefert wird, wird genau das Ding sein, was ab Werk halt schon drauf ist. Genau. Okay. So. Dann braucht man Also noch einen ich. kleinen Kreuzschraubenzieher, Ja. damit wir das aufmachen können und dann mal gucken. Müssen wir hier einmal den Korn runternehmen. Bei mir ist das, ich weiß nicht, kennt ihr das? Habt ihr das Problem auch oder du, Alex? Dieses Klack, das Ich löst habe sich bei es. mir schon. Das ist ganz Ich mies. habe es tatsächlich auch. Also das aufgeklebte Klett ist wirklich nicht das Beste, aber bei mir löst es sich nicht so stark wie bei dir. Wo ich aber Ja, gerade meiner sehe, ist ein wenn du bisschen das. älter, ne? Du hast das Goggle, du hast ja den Goggle 2 DJI iFlight Foam und da ist ja Genau. eigentlich ein mitgeliefertes Klettband. Richtig, richtig. Das habe ich noch nicht getestet. Das werde ich dann bei nächster Gelegenheit. Aber das hat halt diese Löcher hier. Hat Nicht. dieses Klettband natürlich nicht. Mhm. Das heißt, wenn man das verwendet, dann muss man da selber halt noch ein Loch drin machen. Ach so, okay. Sich was einfallen lassen.
Na gut, genau, wer also weiß, warum das. Nebenher mal auf. Ja. Wir wollen ja auch noch was wechseln. Stimmt. Aber es sind halt echt nur zwei Schrauben. Das ist das Prinzip. Ja. Auf jeden Fall schon mal. Es ist schon mal gut. Ja, nicht, dass du hier gefühlt die halbe Brille auseinandernehmen musst. Es sind wirklich mit zwei Schrauben ist es getan. Und dann sollte man das eigentlich einfach nach oben abnehmen können, oder? Mhm. Hattest du deine schon mal auf? Ja, also du musst es quasi aufmachen und musst es so leicht nach vorne sliden und dann aufklappen. Und, Fingernagelschonendes, weißt du, so. Ja. So, genau, jetzt, genau. Ist, jetzt, dann, jetzt löst sich schon, sieht man also schon, hoffe ich. Na klar, sieht man perfekt. Wenn man vorsichtig entlang geht, dann kann man das raushebeln und nach oben hebeln. So, da sind so Rastnasen drin. Also wirklich mit ein bisschen Gefühl und nicht einfach dran reißen, würde ich sagen. Ich wollte es gerade sagen, für alle, die zugucken und sowas, auf jeden Fall versucht nicht mit einem kleinen Schlitzschraubenzieher zu arbeiten. Damit macht ihr eventuell nur das Plastik kaputt. Genau. Muss ich mal gucken, irgendwo hängt es noch. Also ich hatte die jetzt auch noch gar nicht offen. Ich hatte eine andere offen. Zack, jetzt hat sie es gelöst. Genau, es ist eigentlich super easy. Immer schön aufpassen wegen der Antenne. Genau, also das ist die WLAN-Antenne. Da war ja anfangs auch oft so das Gerücht, ob das vielleicht eine Art Patch-Antenne sein könnte. So eine WLAN-Bluetooth. Und ich weiß nicht, ob es sieht, aber hier ist sogar so da oben drauf. Ja. Da hatte schon so Wärmeleitpaste Reste. Also irgendwie ab Werk, freundlicherweise schon verschmiert. Dann würde ich jetzt sagen, schrauben wir hier die kleinen Schräubchen auch gerade noch raus. Das sind ja bloß vier Stück. Genau. Also das Aluminium-Heatsink, das neue, ist prinzipiell gesehen einfach nur ein bisschen dicker. Und mit den Rippen da oben sind, um einfach nur den Airflow, einfach nur die Wärme ein bisschen mit dem Airflow besser abzuleiten. Mehr ist es im Prinzip nicht. Also ich denke, durch diese Kühlrippen, die oben drauf sind, das kennt man ja vom Computer auch. Genau. Da hast du ja dadurch vergrößerst du ja quasi die Oberfläche. Genau. Mit dem Alublech haben sie sich halt, mit dem Alublech, was sie da drauf gemacht haben, haben sie sich halt keinen Gefallen getan. Genau. So, jetzt sind wir auch schon bei der letzten Schraube. Dann, wo kriegt man denn das Alublech, Denise? Für jeden, der jetzt zuguckt, du meinst, wo kriege ich das Alublech? Genau, wo kriege ich das Heatsink her? Also Caddx hat ja ursprünglich mal gesagt, wer es direkt gekauft hat, kann auch direkt bestellen. Ja. Das ist, glaube ich, nach wie vor so über die Caddx-Webseite. Und das hieß auch mal, wer beim Händler gekauft hat, soll das über seinen Händler machen. Ja. Ich habe es jetzt tatsächlich über Caddx direkt gemacht. Das hat auch funktioniert und hatte eigentlich hier in Deutschland beim Händler gekauft. Hab aber auch vom Händler eine gekriegt. Also ich hätte jetzt theoretisch eine übrig. Genau, aber von der Sache her hat beides funktioniert. Beide Wege funktionieren. Ja. Ob es jetzt schneller ist oder so. Es kommt an und ich denke, das ist das Wichtigste. Ganz, ganz wichtig. Ich kann vielleicht den Link noch in die Videobeschreibung machen später. Ja, ganz wichtig auch für die, die sich nicht trauen, das Ding auseinanderzunehmen oder Probleme haben oder allgemein nicht wissen, wie sie es herkriegen. Traut euch, ein bisschen Englisch ist immer noch drin und wenn ihr Google Übersetzer benutzt oder ihr könnt tatsächlich Englisch, schreibt den Caddx Support an. Die sind relativ freundlich, manchmal dauert es ein bisschen länger, weil sie natürlich sehr ausgelastet sind, aber sobald sie sich eurer E-Mail annehmen, werden die euch auch versuchen zu helfen, dass ihr dann dementsprechend das Heatsink bekommt. Und es gibt auch jede Menge Videos und jetzt hier bei Denise natürlich auch, wie man das dann am Ende wechselt. Genau, also man sieht jetzt, hoffentlich man erkennt es ganz gut, die Chips, die jetzt alle Wärmeleitpaste drauf haben. Und genauso werden wir das nachher auch wieder machen. Also die haben auch nicht gespart, da ist ganz ordentlich was drauf. Man kann die sauber machen mit Wattestäbchen, mit Seva, mit irgendwas, was idealerweise nicht fusselt, natürlich. Deswegen Wattestäbchen so mit Anführungszeichen, es geht. Aber ich würde ISO nehmen oder, wenn ihr kein ISO habt, Trick 17, aber auch da bitte vorsichtig.
Fensterreiniger mit Spiritus. Es gibt Fensterreiniger, zum Beispiel von Frosch. Mhm. Da ist Spiritus drin. Und der löst diese Wärmeleitpaste auch sehr gut. Wichtig natürlich, dass das nicht unbedingt auf der ganzen Platine nachher rumsippt. So. Immer schön trocknen lassen. Vorsichtig, genau. Nicht zu schnell. Lasst euch Zeit, es ist kein... Also mal eben fix eine 5-Minuten-Sache aufschrauben, Paste ab und wieder drauf machen. So funktioniert das nicht. Ihr müsst euch da wirklich schon 1-2 Stunden eventuell Zeit nehmen. Damit auch, solltet ihr mit irgendwelchen Isopropanol-Sachen oder halt gegebenenfalls Fensterreiniger drin rumrühren, dass ihr dieses Board auch anständig trocknen lasst. Es ist auch ziemlich, ziemlich widerstandsfähig, ja? Also, ja. Das ist fast wie Kaugummi. Aber es ist gut. Besser, als wenn es eine trockene Paste ist. Es ist gut für die Kühlung prinzipiell, aber das jetzt hier runter zu poolen, ist natürlich ein bisschen doof. Ja, das ist natürlich klar. Das ist natürlich klar. Ein paar Tempos hingelegt, so war ja klar, dass das Sauerei wird. Genau. Aber es sieht, aber das, ja. Es sieht übersichtlich aus. Es sieht einfach aus, ehrlich. Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall zu machen. Also auch ohne dass man jetzt hier groß Vorkenntnisse hat. Ja. Einmal alles sauber machen. Und nur, also insgesamt, was haben wir jetzt? 6 Schrauben aufgemacht? Genau. Dann waren wir ja quasi schon hier am Ziel. Also der Umbau ist wirklich schnell. Der Umbau geht wirklich einfach. Man muss ein bisschen Vorkenntnisse haben. Was ich auch noch einwenden darf, ich hoffe, hört nicht, wenn ihr in irgendeiner Form Hilfe dabei braucht und euch nicht sicher seid oder sowas. Ihr könnt gerne bei uns im Discord vorbeischauen. Die Denise weiß ja mittlerweile, wie es geht. Sie ist aber jetzt Profi drin. Es ist wie beim Computer, CPU, Thermalpaste nachwechseln und sowas. Immer schön vorsichtig sein, einfach mit Bedacht an der Sache rangehen. Schnell, schnell, schnell geht nicht. Gegebenenfalls schaut mal, ob ihr vielleicht einen Kollegen habt. Am besten sogar muss es kein FPV-Kollege sein. Es reicht auch, wenn ihr einfach nur den typischen, wie soll ich sagen, ohne jetzt fies zu sein, den PC-Nerd bei euch habt. Einer, der sagt, er macht das. Weil es geht darum, wer bei einem Prozessor an einem Computer die CPU, die Thermalpaste wechseln kann, der wird euch auch genau bei diesem Punkt richtig gut helfen können. Genau, richtig. Definitiv. Es ist nichts anderes. Nichts anderes. Genau. Wichtig ist halt nur, dass man es einfach sauber macht. Richtig. Guck mal, geht doch super easy. Was sind das jetzt? 4, 5 Ohrenstäbchen? Und ein bisschen Isopropanol und dann ist das schon total richtig, einfach erledigt. Dann ist er schon ziemlich sauber hier und ich denke, das Gröbste haben wir sogar schon. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum muss ich eigentlich das Heatsink wechseln? Ich habe tatsächlich mit dem Caddx Support ein bisschen gequatscht und es geht darum, dass die Hitze vom VRX besser nach oben abgeleitet wird, um so Stauhitze innerhalb der Brille zu vermeiden. Nur darum geht es. Genau, weil ja das, wenn man die Goggle auf hat, dann ist das ja auf der rechten Seite das Display, genau. Was besonders betroffen ist bei den meisten. Genau, das leidet man, halt unter der Hitze. Dass das halt zu heiß werden kann. Und wenn es zu heiß wird, geht's aus. Und das ist natürlich doof. Richtig. Darum das neue Heatsink. So wird die Wärme direkt nach oben besser durch in das Aluminium rein. Die Hitze wird gleich aus der Brille rausgebracht. Und so kann das Display innen drinnen nicht mehr überhitzen. So ist der Plan. Wir hoffen, es funktioniert. Das zeige ich dann immer hier. Also ich sage mal, so ein paar kleine Reste sind noch dran. Aber das dürfte ausreichen. Also, gut, kann man so lassen. Da kann sicher selber jeder nach eigenem Ermessen sonst auch nochmal drüber. Ich mache jetzt nur einmal mit ISO, nur einmal feucht durchwischen quasi. Und dann können wir auch schon die neue Wärmeleitpaste drauf machen. Ja, definitiv. Also es muss nicht komplett blank sein. Es muss nicht glänzen, es muss nicht neu aussehen. Wir alle wissen, ein bisschen Thermalpaste kann hier und da noch kleben bleiben. Aber so die groben Flächen, gerade die gekühlt werden, müssen auf jeden Fall frei sein. Aber ihr müsst das nicht die Brille, nicht kein ISO reinkippen, kein ISO übermäßig benutzen. Es darf nicht in die Brille laufen. Genau. Die Komponente drauf, die man gerade reinigt. Genau. Und nicht irgendwie den Rest mit ein.
pinseln oder ertränken oder. Richtig. Wie auch immer. Das sieht so, doch aber gut also aus. Jetzt würde ich sagen, kann man gelten lassen, ja? Na klar. Jetzt haben wir natürlich ein ganz schweres Thema. Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Ich weiß nicht, du bist ja auch relativ im Computer-Dasein. Eher so, wir wissen das alle. Und da ist jetzt das Auftragen der Paste. Du weißt, da sind Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt. Die einen machen einen Punkt, die anderen machen einen Kreuz. Es muss immer so viel Fläche wie nur möglich bedeckt sein, aber nicht übermäßig. Wie würdest du jemanden... Das ist eine Glaubensfrage. Also ja. Bei vielen Dingen. Ich tendiere erstmal klassisch zu einem Punkt, beziehungsweise diese Paste ist neu. Ich mache mir jetzt erstmal einen kleinen Punkt. Sehr gut. Auf ein Taschentuch, damit das quasi vorne schon mal rausläuft, bevor ich da jetzt hier nachher irgendwie Paste für 5 auf einem kleinen Chip habe. Ja. So. Und ganz wichtig auch. Es geht schlussendlich nicht darum zu sagen, dass da jetzt zu viel oder zu wenig ist. Also wenn ihr eine gute Wärmeleitpaste nehmt, dann sollte die nicht elektrisch leitend sein. Das heißt, wenn das ein bisschen neben die Komponente rausgedrückt wird, ist das nicht schlimm. Aber wenn die Schicht natürlich insgesamt zu dick wird, dann isoliert es auch wieder, dann ist es von der Wärmegeschichte halt auch wieder nicht optimal. Also nicht zu viel, nicht zu wenig, nicht übertreiben. Soll schon was drauf sein. So, und jetzt ist eigentlich das Thema verstreichen oder einfach den Alu-Kühlkörper draufdrücken. Das wird sich schon verteilt. Also sagen, in der Fertigung bei Cadex wird vermutlich niemand da sitzen und das schön glatt streichen. Da wird die Maschine schön drauf dosieren oder vielleicht auch der Mitarbeiter und dann das Heatsink da drauf drücken, kann mir das hier ja nochmal herholen. Also so hat das ausgesehen. Und wenn man das jetzt anschaut, dann sieht man hier speziell auch auf diesen, dass das Punkte waren. Das wurde nicht glatt gestrichen, das war einfach ein Punkt und durch diese Aluplatte wurde es dann halt quasi verteilt, wenn man so will. Genau. Also auch hier. Ich würde es ein bisschen verstreichen, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht. Ja. Von der Zigarettenschachtel oder von der Wärmeleitpaste selbst oder wie auch immer. Und dann könnt ihr das einfach einmal so glatt ziehen. Genau, so habt ihr halt die bestmöglichste Oberflächenbenetzung. Dann ist das im Prinzip schon mal auf dem ganzen Chip drauf. Sieht gut aus. Wie gesagt, das ist in dem Sinn jetzt kein Schönheitswettbewerb. Richtig. Am Ende wird es oder so nur zusammengepresst und es läuft links und rechts so ein bisschen raus. Genau. Wichtig, vielleicht auch nicht die dünnflüssigste. Wie gesagt, keine Paste verwenden, die Metallpartikel enthält, weil das würde ja wieder leiten. Das sind kein, so die Sachen. Schon. Kein Flüssigmetall oder wie heißt das? Ja, es gibt so Flüssigmetalle, es gibt Silber- und Goldwärmeleitpasten. Also da würde ich an der Stelle drauf verzichten. Mhm. So, und jetzt gucken wir mal, dass wir das gleich einigermaßen ordentlich platzieren. So. Okay. Doch gut aus. Nur, dass man das jetzt hier auch nicht noch groß hin und her bewegen müssten. Weil das wird es dann nur wieder verschmieren und ich glaube, das sitzt da auch ziemlich stramm. Genau, und im Prinzip könnte man jetzt die Schrauben schon wieder dran machen, wenn ich nicht so ein kleiner Schussel wäre. Die liegen direkt neben dir. Die Schrauben weiß ich, aber. Wir haben hier noch so einen kleinen Connector, der will auch wieder dran. Ah ja, siehst du? Gar nicht mitgedacht. Ja, ja. Also, ja, auf jeden Fall immer vorsichtig sein. Das ist ja kein Problem. Fehler passieren. Das seht ihr auch gleich, wie man es nicht macht. Nein, auf was man achten soll natürlich.
So, und hier auch immer schön aufpassen, gerade aufsetzen, nicht mit Gewalt. Wenn Nicht ich das schräg. NVTXen. Ja. Sonst war es das mit WLAN. Aber das ist ja relativ einfach gemacht. Ein kleiner Klick und dann ist das drinne. Ja, man kommt gut dran, wenn man das macht, bevor man das Heatsink wieder drauf drückt. So, dann ist das auch schon eingeklipst. Ja, super. So. Ja, aber man kann auch sehen, das hat auch schon gereicht. Also da ist auch Paste dran. Also von daher absolut ausreichend. Wie gesagt, nicht übertreiben. Genau. So. Perfekt. Das sieht ja schon mal gut aus. Ja, das denke ich, geht ganz gut. Das kann man sich zutrauen, oder? Richtig. Ja, das geht einfach. Jetzt ist die Frage: Festschrauben. Einmal eine Seite oder überkreuz? Also ich bin da total Verfechter von Überkreuz. Genauso sieht es aus. Beste. Damit das am Ende nicht quer hängt. Lieber immer leicht und am besten am Ende dezent anleveln. Aber immer schön Genau. überkreuzt, damit nicht das einfach Genau. spannt. Dann nochmal überkreuzt. Und dann zieht ihr beide immer überkreuzt leicht an. Damit ihr den gleichen Druck flächig auf der ganzen Sache habt. Richtig, richtig. Leicht anziehen, bis es so ansteht und dann überkreuz und dann zum Schluss nochmal Ganz nachziehen. genau. Bessel, also nicht nur eine Schraube bis zum Ende reinwürgen und dann runterdrücken, könnte sein, dass es dann auf der Kante liegt quasi und gar nicht die, so habt ihr am Ende mehr Probleme, als hättet ihr einfach nur das Blech drinne gelassen. Genau. So, also jetzt habe ich sie alle so einmal leicht angezogen. Jetzt gehe ich hier nochmal über Kreuz dran. Sieht gut aus. Ziehe das nochmal Guck mal, nach. ruckzuck ist es fertig. Ja, das ist doch. Ich weiß nicht, wie lange sind wir jetzt dran? Keine Paar Ahnung, 10 Minuten, Minuten 20 wahrscheinlich. Minuten? Wenn, ja, wenn überhaupt. Also das kann jeder zu Hause selber machen und ist easy gemacht. Denke ich auch. Also, du hattest ja schon angeboten, man kann ja auch jederzeit bei uns oder auf deinem Auf Discord-Server. Ich bin ja auch noch zu Gast. unserem Aber Discord. Wer möchte, kann natürlich genau, auf und unserem dann. Discord kommen und fragen. Genau. Und dann helfen wir da natürlich auch gern. Mit dem Kabel jetzt hier nochmal schauen, dass wir über diese Kühlrippen drüber gehen, sondern seitlich dran vorbei. Ja. Ja, und dann ist das wieder reingeklippt. Und dann sollte das eigentlich auch schon alles gewesen sein, oder? Hier hinten. Seitlich klemmt das irgendwie. Ja, da musst du ein bisschen Sehr reindrücken. schräg. Genau. Gefällt mir nicht ganz. Bin noch nicht zufrieden. Aber vielleicht liegt es an diesem LED-Dings, dass man ein bisschen hier raushängt. Oder ich Man muss hänge das. jetzt doch noch irgendwo anders. Okay, ich lege das nochmal anders. Ja. Ja. Aber dann geht's doch. Geht's? Alles klar. Also Genau. schön vorsichtig rauflegen, gucken, Genau, dass ihr das Antennenkabel nicht einklemmt. seitlich dran vorbei und dann geht das, dann geht's auch zu. Genau. So sieht's auch besser aus. Perfekt. Gut. Ja, und dann sind das noch die zwei Schrauben, die da wieder reinkommen. Einmal hier. Ja, ist doch super einfach. Vor allem, du hast nicht mal 1000 Schraubenzieher gebraucht, du hast tatsächlich einfach nur einen einzigen gebraucht. Ja. Alles ein Mini-Kreuz. Genau. Alles Mini-Kreuzschrauben. Irgendwie. So, aber jetzt ist dran. Jetzt ist gut. Mit Gefühl und sanfter Gewalt geht alles. Genau, sieht's aus. Nicht die Goggel quetschen oder pressen, nichts mit Gewalt versuchen reinzudrücken. Am Ende verkeilt sich irgendwas und ihr kriegt es nie wieder auf. Genau, so. Ja, und dann ist es im Prinzip wieder fest. Perfekt. Das war's eigentlich im Grunde genommen schon. Genau. So, Foam noch wieder dran. drauf?
Das ist wahrscheinlich die größte Arbeit an der Sache, das Oh wieder irgendwie ja. ordentlich da dran zu kriegen. So, aber ich sag mal so, für auf die Schnelle soll Perfekt. das reichen. Es war Und super einfach. Ohne Witz. Das wird das man auf ist jeden dann Fall auch. einfach hinkriegen. Ja, ich denke auch. Also ich glaube, das ist wirklich auch für Anfänger machbar. Ist Von es auf jeden daher Fall. hoffen wir mal, dass auch dieser kleine Einblick ein bisschen weitergeholfen hat und auch denen geholfen hat, die sich das sonst vielleicht noch nicht so getraut hätten. Angebot mit Discord steht. Wenn da jemand Hilfe mag, Alex, du hast ja auch gesagt, wenn da jemand Hilfe brauchst, du stellst dich da zur Verfügung Ganz genau so sieht's zum aus. Supporten. Genau, von daher würde ich sagen, dann war es das für heute, oder? Na klar, Denise, super, es war schön auf jeden Fall. Leute, ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass ihr es genauso hinkriegt. Wenn ihr es nicht hinkriegt, dann müsst ihr euch bei uns melden auf jeden Fall. Wir sind immer offen und immer hilfsbereit und gemeinsam können wir das schaffen. Hat mich sehr gefreut, Alex. Wie immer, wir hören uns. Danke dir. Na, immer doch Bis gerne. bald. Macht's gut. Ciao, ciao.